ich aufwachte, grinste er mich an, als wäre nichts gewesen. Dann machte er diese... Hallo und herzlich willkommen hier auf Medibanding Channel. Wir kümmern uns heute um den ultimativen Cutter. Jeder, der ein bisschen Starfield gespielt hat, der weiß es. Bereits über das Tutorial bekommen wir den Cutter. Auf YouTube bekommst du unwahrscheinlich viele Tipps und Tricks Videos zu Starfield. Allerdings sind die auch sehr alt und auch ganz viele Videos zum Cutter sind sehr alt. Da Starfield regelmäßig aktualisiert wird, ist das Cutter-Thema von Hella veraltet. Aber dennoch schauen wir nochmal einmal rein, um das Ganze in den Kontext zu setzen. Wenn wir das Spiel starten, dann spielen wir ein Tutorial und da befinden wir uns auf dem Mond Vectera und ja, müssen eine Mining-Mission erledigen und dort werden wir dann in das Spiel eingeführt und bekommen auch unseren ersten Cutter. Wir können später nochmal zurückkehren und den Cutter von Hella abholen. Das ist ein Special-Item. Von der Seltenheit her ist es ein hellblaues Item und der Cutter ist in Orange. Downhill since the last time you were here. Argos has clearly washed its hands of this operation. Über die Hauptmission können wir direkt nach Vectera zurückkehren. No. More pirates showed up when you were gone. Und so heißt auch die Hauptmission. Wenn wir dort ankommen, haben wir zwei Gebäude. An dem einen Gebäude ist ein Mission Marker dran. Genau in dieses Gebäude müssen wir rein, wir müssen beide Türen öffnen und sofort durch die Glastür können wir hindurchsehen und sehen auch schon gleich den Cutter von Hella. Der Standard-Cutter ist rot und der von Hella ist orange und wir können jetzt mal hier die beiden Werte vergleichen, da tut sich nicht viel und außerdem hängen die Werte auch ein bisschen vom Skillbaum ab. Dann schauen wir uns mal ein bisschen Gameplay an, so sieht der also aus im Einsatz. Das war also der Cutter von Hellas, wo wir jetzt ganz viele YouTube-Videos und Tipps und Tricks gesehen haben. Aber es gibt ein neues Update in Starfield und es gibt auch einen neuen Cutter. Genau genommen haben wir sogar zwei neue Cutter. Wenn das dann alles war, breche ich auf. Denk daran, Hauptquartier der Tracker-Allianz in Aquila City. Sprich mit Agent Number One. Wenn wir die beiden Cutter haben wollen, dann müssen wir die erste Hannibal-Mission lösen. Die Allianz wird von Tag zu Tag stärker. Irgendwo auf New Atlantis wird uns ein Tracker begegnen, der lädt uns ein, bei der Tracker-Allianz mitzumachen. Wir müssen erstmal in die Gilde reinkommen und dann können wir verschiedene Sachen machen, aber wir müssen für die Cutter die erste Mission lösen. Wir bekommen über den Missionsstrang viele Belohnungen. Und nicht nur Waffen oder Rüstungen, sondern auch Dinge für unser Outpost, wo wir unser Schiff ausstatten können oder neu dekorieren können. Oder unseren Outpost, da können wir dann neue Fahndungsbilder aufhängen. Unser Scan hat auch eine neue Funktion. Wir können auch Gesuchte aufspüren, die sind dann so rot markiert. Kann ich helfen? In die neue Scanner-Funktion werden wir natürlich eingeführt und müssen Dakota suchen und anschließend können wir dann Hannibal jagen gehen. Wenn ich richtig zwischen den Zeilen lese, kannst du sicher ein paar dieser Anschuldigungen verschwinden lassen. Ah ja, dafür liebe ich das Spiel. Okay, schon gut. Ich sag euch, was ihr wissen wollt. Aha. Was genau wollt ihr wissen? Irgendwas wegen Hannibal, oder? Wir werden auch ganz viel Action ausgesetzt und ja, insgesamt dauert das Ganze ungefähr eine Stunde oder ja, 45 Minuten bis eine Stunde, bis wir alles abgeschlossen haben. Und ja, als Belohnung bekommen wir dann viele optionale Möglichkeiten und das sehen wir uns jetzt hier an. Ich steige wohl aus der Gebrauchtschiffbranche aus. Ich mache euch also keinen Ärger mehr. Und da haben wir es schon, den Shipbreaker Cutter, auch ein hellblaues Item und das schauen wir uns nachher alles mal im Vergleich an. Wir haben auch eine Astra Münze bekommen. Mal sehen, was uns da gelassen hat. Hoffentlich keine Falle. Okay, wir haben jetzt da in der Truhe den Shipbreaker Cutter bekommen und der hat auch was ganz Besonderes an sich. Also im Vergleich zu den anderen, ja, die Werte hängen ja auch vom Skillbaum ab, aber dieser ist ganz leicht.
Also wenn du die Besonderheiten von diesem Cutter vergleichen willst, guckst du auf die Masse. Der hat nämlich nur 0,20 Masse und das ist jetzt nicht vom Skilltree abhängig. Und der andere hat 4,0 und der Startcutter auch 4,0. Und ja, ist halt sehr leicht und hat eine Mod von 0. Die anderen haben alle 0 Mods von 0. Also der ist einmal gemoddet, was man im Spiel nicht kann. Und wir haben auch dazu noch einen anderen Cutter bekommen, und zwar diesen hier. Und das ist der Plasma Cutter und das ist eine richtige Waffe. So sieht es aus im Gameplay. Das ist also eine richtige Waffe, wo wir auch Munition verbrauchen. Ich schlage mich lieber. Und den schauen wir uns mal an. Den können wir natürlich ordentlich aufrüsten. Die anderen lieber Reis ausnehmen. Die anderen Cutter nicht. Also wir können den 5-mal modifizieren. Es gibt 5 Mods dafür. Und ja, ihr seht ja schon, also der hat schon ordentlich Bombs. Also man muss da schon immer seine Munition bereithalten für, weil ganz ohne geht es nicht. Und das ist ja das Besondere bei den anderen Cutters, weil man die als Waffe und für die Rohstoffe benutzen kann. Und das gilt jetzt bei diesem hier nicht, aber trotzdem hat der Wumms. Und ja, also den kannst du ordentlich hochpusten. Und dann schauen wir nochmal den anderen, also den Shieldbreaker Cutter, den kann man nicht modifizieren, da können wir mal reingucken. Der hat schon eine Mod von 0. Alles, was wir ändern können, ist das Aussehen. Wir können den Alter Mars Skin herstellen oder rüberbügeln oder modifizieren. Den Shipbreaker oder den Standard Skin. Umgekehrt geht es übrigens nicht. Also wenn ich jetzt Hellas Cutter in die Waffenbank einlade, dann kann ich jetzt nicht die Skins ändern. Das geht also nur beim Shieldbreaker Cutter. Es ist also nicht wie ein Bauplan, den man dann auf alles anwenden kann. Ja, ich dachte mir, ich bereite mal die Tracker-Allianz ein bisschen anders vor und fix die veralteten Cutter-YouTube-Videos. So seid ihr jetzt durch ein neues Thema aktuell. Bis dann. Tschüss. Das war großartig. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Hier gibt es viel zu stöbern. Hier ist, was ich habe. Hast du, was du brauchst?